47. Mach ich meine Brille hier irgendwo da? Das ist eigentlich nur ein Spannungs- bzw. Stromteiler. Ich mache es auch separat. Ne? Also erstmal nur mit dem Spannungsteiler. Ich zeichne vielleicht etwas anders, als es in der Aufgabenstellung steht, aber Sie werden es erkennen. Das ist U. Hier haben wir der R1. Und dann ist der reine Spannungsteiler ja der R2. So, da geht es wieder zurück. Wir hatten hier I1 eingeführt. Und dann ist für die Belastung hier noch ein R3 dran. So, um so ein bisschen die Geschichte dazu erzählen. Das hier ist U2 gleich U3. Ich glaube, das muss ich nicht argumentieren, warum das so ist. Das ist I3 und das ist I2. Irgendwas ist da schiefgegangen, da liegt ein Handy. Was ist so ein bisschen die Geschichte? Die Geschichte dazu, R1 und R2 ist der einfache Spannungsteiler, wenn Sie eine Spannung teilen wollen, also kleiner machen wollen. Ne? Jetzt ist ja immer das Problem, dass man mit dieser kleineren Spannung ja auch immer was machen möchte. Und was machen, egal wie Sie es drehen und wenden, was machen heißt immer einen ohmschen Widerstand. Immer. Wenn Sie fahren wollen mit einer Straßenbahn, dann ist die Straßenbahn ein ohmscher Widerstand. Wenn Sie eine Spannung messen wollen und ein Zeiger sich bewegen soll, dann brauchen Sie dafür einen ohmschen Widerstand, weil da muss Arbeit verrichtet werden. Ne? Selbst wenn Sie ein digitales Multimeter haben, gut, für die Anzeige haben Sie eine externe Batterie noch drin, okay. Aber selbst im Analog-Digital-Wandler brauchen Sie so ein paar Elektronen, die da dann sich messen lassen und gucken lassen, wie viel Spannung denn da ist. Und auch das ist ein ohmscher Widerstand. Die sind unterschiedlich groß, also der Widerstand einer Straßenbahn ist selbstverständlich vom Wert her kleiner als der eines Voltmeters. Ne? Sollte so sein. Aber er ist da. Also irgendetwas machen heißt immer ohmscher Widerstand. Also, das ist fast schon philosophisch. Und deswegen heißt das, dass man da auch immer so ein R3 ranpackt. Oder einen dritten ranpacken muss. Okay, berechnen Sie im Spannungsteiler die Veränderung des Teilungsverhältnisses in Abhängigkeit von der Last. Arbeiten Sie im Ergebnis die Widerstandsverhältnisse R1 durch R2 und R2 durch R3 explizit heraus. Okay, so. Ich fange mal an mit dem unbelasteten Teiler. Und dann ist es eigentlich nur Buchstabensuppe. So, da werden Sie mir sicherlich alle zustimmen, dass das so ist. Und das kann ich natürlich umschreiben, indem ich jetzt einfach durch R2 teile in U mal 1 durch 1 plus R1 durch R2. Und das war das, was gemeint war. In diesem Fall hier ist natürlich im Endergebnis ein Zwischenergebnis sowieso. Es ist ja noch nicht das Endergebnis, auch ein Doppelbruch drin. Aber dieses Verhältnis hier war gesucht. So, was ist der Vorteil? Wenn Sie das Ganze jetzt tabellieren wollen oder wenn Sie das Ganze jetzt grafisch darstellen wollen, dann schreiben Sie eben U2 zu U auf die Y-Achse meinetwegen und R1 zu R2 als normierten Wert auf die X-Achse und dann können Sie da einen Graphen malen, der letztlich unabhängig von irgendwelchen absoluten Ohms und Volts ist. Okay, so, jetzt haben wir aber den belasteten. Was ändert sich beim belasteten Spannungsteiler, SPGT, Spannungsteiler, SPGQ, Spannungsquelle. Wir ersetzen eigentlich nur R2 durch die Parallelschaltung. Ne? R2 wird durch Parallelschaltung ersetzt. Kann man auch hinschreiben, R2 parallel R3. So, auch das kann ich, umsortieren und dann werde ich das R2 nicht ganz los. Das teile hier einfach mal durch R3. Dann habe ich hier R2 mal 1 durch 1 plus R3.
R2 durch R3 stehen. Ne? So, ob das jetzt an der Stelle jetzt wirklich nötig war, sei mal dahingestellt. Und jetzt kommt mir was komisch vor in meinem Ergebnis. Vielleicht ist das auch falsch. Egal, jedenfalls ersetze... Nee, nicht unbedingt. Jedenfalls ersetze ich jetzt R2 durch das hier. Also das war mein... Man kann es natürlich auch völlig anders machen, aber das war mein Vorgehen. Das kommt dahin. Genau. Und dann habe ich U2 gleich U mal 1 durch 1 plus... R1 durch R2 mal, und jetzt kommt der Kehrwert noch dazu, 1 plus R2 durch R3. So. Der Rechenweg ist ein bisschen komisch. Den könnte man auch anders machen. Indem man eben nicht einfach hier diese Widerstände so schrittweise ersetzt, sondern indem man tatsächlich die Spannungen über einen wirklichen Spannungsteileransatz ausrechnet und dann das Ganze umformt, dass man diese Form rauskriegt. Beide Wege sind gleichermaßen möglich. Sie gucken mich so an. Sie verstehen nicht, was ich meine, oder doch? Doch? Ja, was genau ist jetzt R2 mal 1 durch 1 plus R2 durch R3? Also was Sie eingekreist haben. Das hier? Ja. Das ist die Parallelschaltung. Der Widerstand der Parallelschaltung von R2 zu R3. Und Sie setzen den Bruch in R2 ein? Ja. Den Bruch setze ich für R2 ein, ja. Denn letztlich übernimmt der ja die Rolle von R2. Ja, ist ja der R2, ne? Ich kann den Ansatz nochmal ganz von vorne machen. So, also, so viel Zeit ist. U2 ist gleich U mal R2, 3. Das wäre eigentlich richtig durch... R1 plus R2, 3. Ja? So, und dann ersetzen wir R2, 3. R2, 3 ist natürlich gleich R2, R3 durch R2 plus R3. Geht viel schneller oder genauso schnell. Und dann ist das U mal R... Oh, jetzt wird es aber klein. U2 gleich U mal R2, R3 durch R2 plus R3. Geteilt durch R1 mal, nee, plus R2, R3 durch R2 plus R3. Jetzt mache ich erstmal den Doppelbruch weg. Also U mal R2, R3 durch R1, R2 plus R1. R3 plus R2, R3, also diese ganz übliche Struktur, die wir fast immer da irgendwo stehen haben. Ne? Und jetzt wollte ich aber ja die Widerstandsverhältnisse rausarbeiten. Das heißt, ich kürze mit R2, R3, U mal 1 durch, das macht 1, plus R1 durch R3. Plus R1 durch R2. So, jetzt stehen da auch Widerstandsverhältnisse, sind aber nicht die, die ich in der Aufgabenstellung haben wollte. Ne? Das ist ein bisschen das Blöde. Könnte ich es jetzt noch so umformen, wie es da steht. Da brauche ich natürlich... R1 durch R2 plus... Was wollte ich haben? R2 und R3, ne? R2, R3 mal R1 durch R2. Das ist nämlich genau das da. So. Und dann könnte ich jetzt nochmal klammern, aber eigentlich habe ich genau dasselbe da stehen. So.
War eigentlich genau das das Problem, das in die Form zu kriegen, oder wo war das Problem? Okay. Also jetzt beispielsweise bei mir, ich kam bis zu dem Schritt, der ja allgemein bekannt ist, Y ist gleich U und dann die Widerstände in ihrer entsprechenden Schaltung aufgeschrieben. Und ja, mir hat dann quasi der Zugang gefehlt, jetzt da rein, da zu verstehen, in welcher Art und Weise ich da jetzt R1, R3, okay. Ja. Gut, dann ist die Aufgabe. So, dann ist die. Oh, dann ist die Aufgabe nicht sonderlich gut. Dann muss ich da mal an der Aufgabenstellung arbeiten. Weil, dass einem das hier jetzt komplett den Weg verstellt, das sollte nicht unbedingt so sein. Ja, jetzt, wo ich es dann selber vorrechne, merke ich es halt auch nochmal, dass da vielleicht die Schwierigkeit war. Okay. Okay, gut. Ja, das ist eigentlich unnötig, dass Sie sich damit so lange gequält haben. Aber das liegt nicht an Ihnen, das liegt an der Aufgabenstellung. So. Okay, also fürs nächste Jahr machen wir das anders. Dann den Stromteiler auch noch, also B. Oder brauchen wir den dann nicht mehr? Doch, ne? Wo ist der jetzt hin? Ja. I1, R1, I2 und das ist U2, das ist U1 und das hier ist U3. So, die Aufgabe war hier eigentlich wieder dieselbe. Die Geschichte dazu ist auch eigentlich eine ganz ähnliche. Der normale rohe Stromteiler ist natürlich mit R1 und R2 aufgebaut. Wenn Sie aber irgendetwas tun wollen, und irgendetwas tun wollen heißt auch hier was messen, was betreiben oder sonst irgendetwas mit dem Strom, dann haben Sie noch hier eine weitere Last da drin, das wäre der R3, der jetzt in diesem Fall natürlich möglichst niederohmig ist, aber das sehen wir dann auch gleich noch unter Nummer C. Okay, so. Ich würde einfach mal wieder anfangen mit dem einfachen Stromteiler. Stromteiler mit R3 gleich 0, also unbelastet. Und dann ist I2 gleich I mal, na, der durch den nicht, also R1 durch die Summe, R1 plus R2. Und das kann man wieder umschreiben in I mal 1 durch 1 plus R2 durch R1. Und wenn ich es richtig sehe, steht es dann nur einfach andersrum. Und was man da macht bei der Belastung, man ersetzt R2 durch R2 plus R3. Beziehungsweise das ist ja gleich, ist ein bisschen sinnlos, aber ich kann das natürlich auch ausklammern, dann ist das 1 plus R3 durch R2 und dann kann ich das R2 wieder hier oben für das R2 einsetzen, also das Gesamte hier, und bekomme I2 gleich I mal 1 durch 1 plus R2 durch R1 mal 1 plus R3 durch R2. So, das war's. Berechnen Sie bei gleichen Widerständen R1 und R2, also R1 gleich R2,
Wie sich Strom und Spannung verhalten, wenn R2 durch R3 die Werte 0,01, 0,1, 0,05, 1 und 2, 100 einnimmt. Brauchen Sie die Rechnung? Nö, ne? Ich glaube, ich gebe das Ergebnis mal an und dann sage ich auch noch was dazu. Jetzt probieren wir mal, ob die Fernbedienung auch wirklich funktioniert. Wow. Wenn Sie wollen, fahren Sie mal gerade die Kamera da auf das Bild, dann sieht man das. Das ist dann hinterher besser. War nicht böse. Keine Reißschwänze. Das sollte er eigentlich automatisch machen. Macht er nicht? Stelle ich mich mal davor. Dann ja, das Bild ist glaube ich so, das ist glaube ich so unscharf. Im allerschlimmsten Fall füge ich halt wieder was ein. Das dauert immer so lange, das zu rendern. Na gut. Also R1 und R2 sind gleich und dann sind eben R2 und R3 sind eben die Werte ein Hundertstel, ein Zehntel, ein Halb, 1, 2, 10 und 100. Sie sehen die Werte R2 durch R3 hier aufgetragen. Das ist eigentlich nur abgeschrieben von der Aufgabenstellung und hier habe ich nochmal den Kehrwert hingeschrieben. Ne? Also R3 durch R2. So, und jetzt kommt es eben darauf an, was ist U2 zu U? Das sollte ja idealerweise was sein? Ein Halb, ne? So, und I2 zu I sollte auch idealerweise ein Halb sein. Sie sehen aber, also Sie sehen zum einen beim Spannungsteiler U2 zu U für einen hochohmigen Widerstand. R3 ist ja wesentlich größer, wenn das hier ein Hundertstel ist. R3 ist nämlich 100 mal R2. Hier steht's. Dann ist der Spannungsteiler auch relativ schwach belastet. Das heißt, Sie kriegen hier auch fast ein Halb. Und in dem Maße, wie jetzt R3 niederohmiger wird, ändert sich auch das Verhältnis von idealerweise 0,5 zu, naja, wenn jetzt R3 ein Hundertstel von R2 ist, dann wird der ja, man sieht es hier ja ziemlich gut, dann wird der ja eigentlich diesen R2, der dann wesentlich hochohmiger ist, überbrücken. Ne? Das heißt, dieser ganze Spannungsteiler bricht zusammen. Und Sie kriegen dann hier sonst irgendwas raus, aber eben nicht das Teilungsverhältnis 1 zu 2. Ne? Anders beim Stromteiler. Beim Stromteiler muss der Belastungswiderstand, der Lastwiderstand möglichst niederohmig sein. Klar, denn sonst bremst er den Strom ja über die Maßen. Das heißt also, wenn der hochohmig ist, was hier der Fall ist, dann funktioniert das mit dem Teilungsverhältnis für den Strom nicht so richtig. Und es funktioniert umso besser, je niederohmiger der Widerstand R3 wird. So, das ist wahrscheinlich eines der praktisch verwertbarsten Ergebnisse dieser Vorlesung. Also das da, was da steht. Das kommt nämlich immer wieder vor, dass Sie einen Spannungsteiler irgendwo haben und dann machen Sie irgendwas damit. Und was Sie berücksichtigen, ist normalerweise immer das Spannungsverhältnis, dass Sie, das Teilungsverhältnis, das Sie irgendwie dann über R1 und R2 eingestellt haben, wie auch immer die dann in der Wirklichkeit heißen. Dass da noch eine Last dran hängt, das vergessen die allermeisten. Und dass diese Last natürlich das Teilungsverhältnis auch beeinflusst, daran denkt man dann schon mal gar nicht, ne? Also wird leicht übersehen und dann wundert man sich, man hat ja eigentlich einen 1 zu 10 Teiler gehabt, aber das macht der halt nicht, sondern der teilt irgendwie 1 zu 100 oder so, nicht? Und irgendwie funktioniert der Spannungsteiler nicht. Ja, tut er nicht, weil man die Last vergessen hat. Was kann man tun oder was muss man tun an der Stelle? Man muss sollte dann bei einem Spannungsteiler, bei dem bin ich jetzt, wenn man den auslegt, die Last gleich mit berücksichtigen und dafür sorgen, dass der Spannungsteiler selber, also R1 und R2, wesentlich niederohmiger ist als die Last, die man dann da dran hängen möchte. Das ist das Ergebnis hier. Beim Stromteiler andersrum. Ne? Beim Stromteiler muss man dafür sorgen, dass der eigentliche Stromteiler wesentlich hochohmiger ist als die eigentliche Last, die man betreiben möchte. So. Insofern ist das nicht völlig egal, wenn ich jetzt irgendwie eine Last von 100 Ohm habe und dann gehe ich mal daher und sage, ach, ich mache mal einen Spannungsteiler, 1 Kilo Ohm, 1 Kilo Ohm. Und dann packe ich die 100 Ohm da dran. Das geht halt nicht. Also es geht halt schon, aber dann kommt nicht das raus, was Sie wollen. Ne?
Das ist die Aussage hieraus und die Geschichte dazu. Deswegen war es mir eigentlich auch relativ wichtig, dass wir uns einigermaßen intensiv mit diesen Spannungsteilern und Stromteilern beschäftigen, damit einem das einmal bewusst wird und man das hoffentlich nicht mehr vergisst und dann auch in der Studienarbeit nicht in so eine völlig unnötige Falle tappt. Also da taucht es dann irgendwann auf, ne? Dass man in der Spannung, dass man in der Studienarbeit irgendwas auslegt, eine Schaltung baut oder sowas und dann stellt man irgendwie fest, geht ja gar nicht. Ja, ne? Belasteter Spannungs- und Stromteiler. Ist auch keine Schande, man fällt auch mal in dumme Fallen rein. Okay. Noch Wünsche? Ich möchte noch eins vorweg sagen. Wenn Sie sich da das machen, bitte nur, also das müssen nur die machen, die es auch wirklich wollen. Diese 4.11, die ist auch mathematisch ein bisschen verwickelt. Also ist eine Knobelaufgabe, ne? Die ist schön. Aber wenn man sich so mit Algebra und Gleichungsumformungen nicht so gut auskennt, dann dauert sie lang. Sagen wir so, ne? So, ansonsten noch was? Sonst machen Sie, wo sind Sie jetzt so in etwa? Machen Sie mal aus, das können wir jetzt unter uns machen.